Das Kelpie wird stets als Gestaltwandler beschrieben, das entweder Menschen oder in Pferdeform anzutreffen ist. Es hält sich immer in Gewässern auf oder an Gewässern und hat schwarzes Fell, immer klitschnass und soll manchmal auch mit Algen bedeckt sein. Sein einziges Hobby scheint es zu sein, verwirrte Wanderer und Passanten zum Aufsatteln zu bringen. Sind die Leute erstmal aufgestiegen, gibt es kein Entkommen mehr. Denn dann stürzt sich das Kelpie mitsamt der Reiter in ein naheliegendes Gewässer und ertränkt die Leute dort. In der schottischen Mythologie gibt es zahlreiche Sagen und Geschichten, in denen ein Kelpie versucht, ahnungslose Leute in die Tiefe zu stürzen, etwa weil Brücken eingestürzt sind oder weil es Hochwasser gibt. Das Pferd gibt sich als zahm aus und möchte die Leute von A nach B über das Wasser befördern. Die einzige Rettung während des unfreiwilligen Tauchganges wäre es, dem Tier Zaumzeug anzulegen, was man wahrscheinlich nicht dabei hat. Falls man es doch schafft, ist einem das Tier zu lebenslanger Treue verpflichtet. Auch in meinem Buch Fabeljäger.